Mama findet Sextoy. Ja, aber du, ne? Du liebst Vaginas. Ew. Kostüri! Nein. Hi. Wir zwei haben schon ewig lang kein Video mehr zusammen gedreht. Und da wir gerade eben in Berlin sind, dachten wir, drehen wir ein Video zusammen mit... Kostüri! Kostüri! Ja, an Ende der Kamera wird uns heute Fragen vorlesen und Challenges, die wir eben dann gegeneinander eben... Ne? Machen müssen. Wir haben auf seinem Kanal auch noch ein Video gedreht und auf seinem ist von denen zwar noch nicht eins online gegangen. Link in der Beschreibung und ich würde sagen, wir legen los. Viel Spaß. Wasserversprechen, perfekt hier. Waterfall. Waterfall. Erste Frage. Das Peinlichste, das einem je passiert ist. Also quasi die Antworten für die anderen aufschreiben. Ja. Ich weiß, was ich zu ehrlich aus, kann ich nicht machen. Ich weiß wirklich. Nee. Nein! Aha! Man, mir fällt nur das eine ein. Mir fällt auch nur das eine ein. Und das muss okay, dir auch ich muss mal überlegen, was bei Dennis ist. Wir haben dasselbe. Ich hab was aufgeschrieben. Das ist schön für dich. Die Krankheit. Ihr habt das gelesen. Oh mein Gott! Er ist ganz rund. Ja, weil. Ja. Irgendeine Story, die ich schon mal erzählt habe, was very obvious, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Zu früh gekommen beim Sex oder so. Jetzt wissen wir die Geschichte, dass meine Mutter beim Sex so door open. Oh. Das Ding ist, ich habe geschrieben, also warum die gelacht haben, ich wusste nicht, wie ich es formulieren soll, habe einfach nur Mama Sex drauf geschrieben. Die so, das Ding war, ich hatte früher so zwei Zimmer, also die so hintereinander waren. Oh, okay. Da war ich halt mit meiner Freundin damals noch zusammen. Ja, zwei Zimmer. Und wir haben es so gemacht und dann hat das Telefon geklingelt und wir. Und es war so genau, als wir schon richtig dabei waren. Und dann meine ich so, als ob es jetzt für uns ist. Also. Ja, und dann macht meine Mutter so, duf, 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 nie, macht die Tür auf und ich so, nein, Mama, nein! Und sie so, ich leg das Telefon mit dir hin. Aber ich habe mich revanchiert, weil der Freundin, der bin ich auch mal fremd gegangen. Was? Nein, nicht meiner Freundin, aber die angerufen hat, also meine Freundin, die mich angerufen hat, habe ich erstmal richtig angemault am Telefon. Ich meine so, du Bitch, was rufst du mich an? Und sie so, was? Aber dafür habe ich sie mal auch dabei nicht beobachtet. Naja. Das zahle ich dir heim. Okay, bei mir, meine peinlichste. Ist das was Peinliches oder was ja. So Süßes? Nee, es geht doch schon in dieselbe Richtung wie bei dir. Dass deine Mutter ein Dildo gefunden hat bei dir. Ja. Mama findet Sextoy. Safe irgendwie, ach keine Ahnung. Du kommst einfach mal so spät und alles und keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwie Bahn verpasst oder Flug verpasst oder. Ja, also schon. Wie peinlich. Ich hab die Bahn. Ja, nein, aber nein, es ist mittlerweile ist es wirklich peinlich. Ja, das ist wirklich peinlich. Das war so die erste Reise, die wir zusammen gemacht haben. Und das war so nach Leipzig und ich habe so einen Flug gebucht. Oh ja, Boarding war von einer halben Stunde. Boarding war von einer halben Stunde. Und ich habe so alles rausgesucht. Meine Mutter hat uns um 4 zum Flughafen gefahren. Also alles so aufgeweckt und dann sowas. Und dann sind wir beim Flughafen angekommen. Dann waren halt eine halbe Stunde zu spät. Und ich noch so. Er wusste halt kann nicht. Man das Flugzeug nicht noch anhalten? Nein, es startet gerade. Er kommt zum ersten Mal zu mir und dann ruft er sofort zu seiner Mutter an. Es war alles ein Fehler. Ich würde einfach sagen, dass du. Sag, als deine Oma reingekommen ist. Oh, nein. So peinlich war es gar nicht, aber ich war auf der Deutschlandtour so mega nervös und komme so rein und fass mal alle Rising Sparks Bücher um dir so stehen. Das ist so geil. Aber ja, also. Das ist immer ein gutes Marketing. Ja. Wann war der erste Kuss, wo und wohin? Ew. Jetzt quasi müssen wir es beide richtig haben, ne? Okay. Schlechte Mathe, ich muss jetzt. Was? Jahreszahl. Ja. Amateur. Jahreszahl. 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 Weil ich ja jetzt rückrechnen muss, wie lange wir zusammen sind und welche Jahre. Ja, minus 6 einfach. Oh mein Gott. So 2018 minus 6 ist jetzt nicht so eine komplizierte Rechnung. Also, es war an deinem Lieblingsplatz, diesen Dings da mit dem Kreuz. Und es war. Was? Ostern ja. Und auf den Mund. Welche Jahreszahl? 2016. Nee, 17. Nein, 16. Bei 16 haben wir uns erst kennengelernt mit 22. Auch schlechte Mathe. Jahreszahl. Hey! Na, wenn du es jetzt falsch aufgeschrieben hast, dann ist es falsch. Ja, toll. Aber du hast... Okay. Okay. Es war bei dir. Wo? Im Bett. Echt? Ja. Auf den Mund. Ja. 2012. Ja. Und bevor wir zusammen waren. Ja. Weil, ja. Und du hast gesagt... Das war erster Kuss, erster... Und du hast gesagt, so, jetzt nerv nicht mehr. Oh. Und jetzt nerv nicht mehr, was du willst. Und das war im September 2012. Weil nämlich im Oktober am 6. sind wir zusammengekommen. Und das war 2 Wochen vorher ungefähr. Ach süß. 2 Punkte, 1 Punkt. Wer schafft es, das süßeste Couple-Foto zu schießen? Oh Gott! Oh Gott! Mit dem Google Pixel 2 werden wir sowieso das bessere Foto machen. Wie lang soll das? Ja.
Weg! Okay, hier sind die Bilder eingeblendet, könnt ihr gerne mal hier abstimmen, welches ihr süßer findet. Und ja. War noch diese Ungestellten, so, weißt du noch, als wir in der fremden Wohnung so durch die Wohnung rannten? So natürlich. Was ist die Lieblingsklamottenmarke des jeweils anderen? Weil die interessiert sowas, uns interessiert. Oh. Ja, ist aber wirklich so, also wir gucken halt gar nicht auf Marken. Hä, hey, warte, aber es gibt zwei bei dir. Ja. Nehmen wir Online-Shopping oder nehmen wir in den Laden gehen Shopping? Whatever. Oh Gott, ich hab's falsch im Kopf. Fang an. Okay. Bei dir, ja, du hast keine, weil du meinst, Marken dir egal sind. Das gleiche ist auch wirklich so. Was denn? Ich hab ja geschrieben, hab keinen. Oh, hab ich ja, wahrscheinlich auch. Same! Weil super. Wir haben keinen, also ich weiß, dass du zum Beispiel, du magst Schuhe von Nike, aber du magst auch andere Schuhe. Ja, Calvin Klein. Ja, es ist Calvin Klein. Okay, was bei mir? Warum trägst du nichts von Calvin Klein? Das, Socken. Ist, das ist das Einzige, was ich mir lassen kann. Und bei dir, das ist Zara. Yes, Zara. Zara, Zara. Oder okay, nächste Challenge. Wasser in den Mund nehmen und einen Song gurgeln. Oh. Der andere oder die anderen müssen raten, was es ist. Ich musste mal lachen, wenn ich nehme jetzt genau den, wo du den Titel nicht weißt. Voll noch richtig fett. Nicht kurz. Das ist einfach in die Hand. Willst du anfangen? Oder? Ich sterbe einfach wirklich dabei. Warum kann ich nicht gurgeln? Das ist Ärger in der Hand. Ja. Ich habe mir jetzt mal nichts nachgedacht. Ich kann nichts vormachen. Siehst du? Schwerer als das. Das war die Brille. Weiß ich wirklich nicht. Wie viele Versuche hat man denn? Bis man zerrät. Oh, das ist Dead Ring of Allah. Das ist der Shallow. What the fuck? Der Start ging mir weg. Schon mal das. Ah. Mhm. Hallo. Ich hab mich nicht verschluckt. Zwei Fragen. Ich hab kein Stück. Rentem. Oh, du kennst so viele Lieder, die ich nicht kenne. Jahreszahl. Weißt du, was ich voll gerne mag an dir? Dass du immer noch das machst. Das hat mich früher auch immer gemacht. Stimmt. Und jetzt nicht mehr, aber ich finde es voll witzig, wenn Leute so. Nee, aber ich kann nicht so gut sehen, deswegen muss ich mal wirklich fokussieren. Deswegen im Auto. So, wir müssen jetzt mal noch kommen. Okay. Wer könnte sich am ehesten vorstellen, mit dem anderen Geschlecht Sex zu haben? Ach, mit dem anderen? Oh, das ist ja eine gute Frage. Warte. Von allen vier. Warte, was? Von ihr beide gleichzeitig und wir beide gleichzeitig. Mhm. Okay. Warte. Doch, okay. Eins, zwei, drei. Kostas. Ich. Easy peasy. Weil Mick ist nämlich, darf ich das sagen? Was? Ja. Mick ist nämlich so ein Gold-Status-Homo. Silber, das bin ich. Und Gold ist Mick, weil der hatte noch nie mit einem Mädchen gemacht. Drei. Zwei. Oh, wieder zurück. David. Vielleicht hat er sich dagegen. Aber ich find's auch nicht schön. Du hast Vagina. Wenn ich betrunken... Same. Ja, aber wenn ich betrunken und Single... Keine Ahnung, vielleicht. Dann trotzdem nicht. Okay, Mister. Aber du, ne? Du liebst Vaginas. Du! Oh mein Gott, das ist sehr lustig. Ihr müsst, ohne euch abzusprechen, bis drei zählen und eure liebste schwule Aktivität. Okay. Im Bett. Nein! Was waren so klischeehaft mit schwul verhandelt? Achso, nach Klischee, sowas wie Shoppen, Haare schneiden, yes, was? Eins, zwei, drei, Musicals! Was? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Drei. Ich weiß es aber nicht, guckt euch noch einmal ähnlich an, ohne was zu sagen. Warte. Nein, als ob du schießest! Warte. Ich hab nicht gesagt. Ich weiß es aber nicht. Doch, ich weiß es wirklich drei, nicht. Drei, zwei, eins, Weinabend. Okay. Was? Feierabend? Nein, Weinabend, so mit Freunden so, und so Wein trinken. Ja. Gesichtsmaske. Gaga ist doch keine Aktivität. Das stimmt. Doch. Sie ist ein Mensch. Sie ist kein Mensch. Sie ist... Das ist keine Aktivität. Aber ich verstehe das. Aber ich verstehe es. Also, okay. Wenn wir es. Aber es war gesagt, schwer für ihn darauf zu kommen, oder? Ja. Oh, jetzt müssen wir mal das. Wir müssen ja andersrum machen. Okay, wer hat gewonnen? Ja. Die Kost! Nein. Kost! Jerry! Ich hasse euch. Aber ihr habt noch eine Chance auf Revanche, nämlich genau. In Kostas Video. Link also. In der Beschreibung verlinkt. Und ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Vielen Dank, danke an alle. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. God bless Anja. Ja, genau. Danke.
Applaus.